Ein herzliches Grüß Gott und Dankeschön fürs Reinschauen auf meinem YouTube-Kanal. Habt viel Spaß beim Schauen. Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich Hackfleischbrötchen auf dem Grill mache. Was brauchen wir dazu? Mini-Paket, Petersilie, da habe ich leider, war gerade beim Einkaufen, kaum mehr gekriegt, möchte es gar nicht glauben, gell? Aber da habe ich noch einen getrockneten gehabt, das macht überhaupt nichts aus. Dann habe ich da einen französischen Camembert, gemischtes Hackfleisch, Salz, Pfeffer, eine Zwiebel. Dann habe ich aus Gewürzmarke Döst genommen. Könnt ihr irgendwas anderes hernehmen, das ist kein Problem, wie jetzt ihr möchtet das würzen. Das wird dann so gemacht wie so Fleischpflanzl. Und wie heute halt jeder sein Fleischpflanzl macht und das würzt, so kann er das ja auch machen. Das bleibt dann jedem selbst überlassen. Und eine rote Paprikaschote kann man gelbe hernehmen, grüne, das ist auch egal. Und wie ich jetzt das zubereite, das zeige ich euch dann. Ich werde als erster die Zwiebel schneiden, andünsten in der Pfanne, ein bisschen angehen lassen, dann werde ich das vermischen mit dem Hackfleisch. Hackfleisch werde ich würzen, wie gesagt, mit Nuggetest, Salz, Pfeffer ein bisschen rein, fertig. Und dann sehen wir uns auf den Grill, nein, dann sehen wir uns vorher, wie ich das da mache, in das Brötchen rein. Und dann sehen wir uns dann wieder auf dem Grill. Also dann, bis später. Die Zwiebeln habe ich jetzt in kleine Würfel geschnitten. Das war genau eine Zwiebel. Dann habe ich vergessen noch dazu zu sagen ein Ei. Das kommt dann auch noch mit rein in die Hackfleischmischung. Und das war jetzt eine ganze Paprikaschote und ich denke mal, dass da ein halbes reicht für wie soll ich sagen, für das eine Parkettbrot. Das werde ich jetzt so in kleine Würfel schneiden. So gut wie ich kann. Hole ich gleich wieder dazu, sonst dauert das Video zu lange. Die Paprikaschote hat gereicht so halbes, also die andere Hälfte kann man ja so zu Brotzeit mal dazu essen oder so. Dann haben wir das auch schon geschafft. Füllen wir das mal da um. Und dann habe ich mir gedacht, spontan, ich mache noch eine Knoblauchzehe dazu für den Geschmack. Und ja, wie gesagt, wer halt mag, macht die Knoblauchzehe dazu. Wer keinen Knoblauch mag, der lässt es halt. Frauen machen halt nicht so gern, aber wenn nicht zu viel drin ist, muss man ja nicht unbedingt sagen, dass das jetzt da dabei war. Ich hoffe, dass es nicht merkt. Schneiden wir dann so. Man kann ihn auch zwar durch die Knoblauchpresse lassen, aber ich mag das nicht so gerne mit der Knoblauchpresse. Der presst das aber bloß so weg und
Und das werde ich jetzt dann alles in die Hackfleischmischung geben. Schön fein hacken, dass mein Schatz nichts gespannt. Aber die Frauen sind ja so raffiniert, die gespannen ja alles. Dreimal bitten, dass die den rausschmeckt. Bloß den einen Zehen. Auf wie viel Hackfleisch, habe ich jetzt gleich gar nicht gesagt. Wie viel Gramm Hackfleisch das ist, gell? Das habe ich ja ganz vergessen zu erwähnen. Ja, das sind so 500 Gramm Hackfleisch. Das ist sowieso zu viel für das eine Brötchen da, aber wenn man da zu viel macht, das isst er sowieso nicht. Aber wie gesagt, mit dem Rest, da mache ich dann auch noch in der Pfanne rausbraten aus Hackfleisch, Fleischpflanzl oder Frikadellen, wie die da oben sagen, die Preußen, unsere lieben Preußen. Nicht böse gemeint, ich sag's auch, die Bayern, die Lederhosen und sowas, was hier. Und es ist halt Preußen. Ne? Verzeihen wir das. So, das war jetzt der eine Knoblauchzehe, die habe ich schön fein gehackt. Und jetzt hole ich dann das Hackfleisch raus, mische das dann da einmal durch. Dann lasse ich es ein bisschen ziehen in den Kühlschrank. Und dann füllen wir das dann ab und dann lasse ich euch dabei haben, wie ich das dann in den Brötchen da reinpacke. So, verzeiht es mir, wenn es nicht so gut immer gefilmt ist. Wie gesagt, ich bin da alleine. Ich muss dann das Handy wieder dann wieder so hinrichten und so, aber so einen kleinen ordinären Handystativ, aber ihr werdet mir verzeihen, denke ich mal. So, oder? Da habe ich jetzt die 500 Gramm Hackfleisch reingetan. Dazu mache ich noch ein Ei. Ich mache das immer gleich mit dem Rücken, Messer, Rücken, wie so. Einmal bin ich mir ausgerutscht und haben es gleich so reingehaut. Und seitdem ist man da vorsichtiger. Ein Ei zum Binden, dann ganz leise Knoblauch, ganz leise Knoblauch, warum ganz leise, hat das Chef nicht mitgekriegt, aber wie gesagt, die gespannte ist eh, dann habe ich da die einen Zwiebel, die wir da noch rein, und dann wird das Ganze noch gewürzt. Ich mache jetzt Magetust rein. Ich mache jetzt ungefähr, gehe mal aus dem Bild einmal oder halber aus dem Bild, so einen Teelöffel werde ich jetzt mal da rein tun. Ein, zwei, ich mache noch einen, muss man dann abschmecken. Magetust, Dust, wie je nachdem. Die Paprikaschote kommt zuletzt, also nicht da rein, sondern zuletzt seht ihr ja dann, wenn ich das Brötchen befülle. Dann Meeressalz aus der Mühle. Da mache ich auch nicht so viel, weil es ist ja nicht gut gegen Bluthochdruck. Und ihr wisst ja, da bin ich ein bisschen gefährdet. Nicht schlimm, aber man muss halt ein bisschen aufpassen. Und Pfeffer aus der Mühle, ganz fein. So, dann mische ich jetzt mal das Ganze durch und dann hole ich euch gleich mal noch mal dazu. Jetzt habe ich das da gut durchgemischt. Jetzt muss ich leider den getrockneten Petersilie dazu tun, weil ich keinen anderen nicht gekriegt habe. Das ist ja blöd. Nehmen wir es da bloß so einen Teelöffel. Normal der hat ein bisschen mehr Zwiebelgeschmack. Dann machen wir noch einen halberten. So, mehr mag ich nicht von dem getrockneten Zeug. Das mische ich jetzt dann noch mit durch und dann hole ich euch gleich noch mal dazu. So, meine lieben Freunde. Wie gesagt, für zwei Personen habe ich bloß so ein kleines Mini-Paket genommen. Das werde ich jetzt halbieren. Schau bloß, wie ich das am besten mache. Hier so.
die ganze Bude wieder bröselig. Mhm. So, und dann tue ich das jetzt raus und aushöhlen. Ihr wisst jetzt, wie das geht. Ich tue das jetzt bloß raus, dann hole ich euch wieder dazu. Ein Brötchen ist ausgehöhlt. Das reicht, wenn jeder eins isst mit den Hackfleischfüllungen. Das wird natürlich nicht weggeschmissen. Das wäre so handarbeitig verspeisen. Bei mir wird nämlich fast nichts weggeschmissen. Und wenn da mal aus Reste auch noch irgendwas, weil das wirklich schade ist, das habe ich so von meiner Mutter gelernt. So, meine lieben YouTube-Freunde, ich hoffe, dass man das so einigermaßen sehen kann. Jetzt werde ich den Camembert schneiden. Machen wir da ein Brot und dann hole ich euch wieder dazu, wenn es wieder weitergeht. Das Eck esse ich immer so. Das kommt separat. Und dann machen wir so ein bisschen, ja, so Zentimeter dick ungefähr. Fange ich mal hier an, dann seht ihr das besser. Gebe ich jetzt mal da so rein. Und denke mal, ja, drei Scheiben sind ja doch nicht so große Pakete. Ja, wie ich gesagt habe, drei Scheiben. Drei schöne Scheiben. Es ist dann so, seht ihr das? Das andere mache ich dann genauso. Ich zeige euch bloß einmal eins, wenn es fast fertig ist, weil da will man dann noch einen Schritt machen. Da tue ich gerne mal ein bisschen Pfeffer drauf. Ich mag gern Pfeffer, vor allem den frischen Pfeffer, der ist ein bisschen feiner. Da habe ich eine andere Pfeffermühle, der ist grober. So, das ist dann so. Und dann kommen die gewürfelten Paprika. Seht ihr das? Das war bloß eine halbe Schote. Wie viel das ist. Muss ich nicht zu viel drauf tun, weil ich möchte mit Hackfleisch das dann füllen. Aber wie gesagt, das kann man alles dann nochmal essen. So, ich mache jetzt das andere dann noch. Und dann hole ich euch gleich wieder dazu, weil sonst werde das für euch zu langweilig. So schaut das mal momentan aus. Das zweite haben wir jetzt auch. Schaut doch schon mal ganz gut aus, oder? Und jetzt befüllen wir das einmal. Seht ihr, von der halben Paprikaschote ist das überblieben. Da machen wir dann einen Kühlschrank rein und einen halben Käse. Also man braucht nicht viel, oder man macht ein längeres Paket, dann kommt man da, glaube ich, genau aus mit einem Camembert, eine ganze Paprikaschote und so. So, jetzt tun wir mal eins mal auf die Seite legen, jetzt befüllen wir mal eins und dann mache ich das fertig und dann, wie gesagt, das andere mache ich dann wieder ohne euch. Jetzt tue ich mal da so einen Löffel raus. Die Hände sind natürlich gewaschen. Ich wollte zuerst mit Handschuhe arbeiten, aber meine Frau sagt, du, wir arbeiten immer ohne Handschuhe. Ja, zu Hause. Also ich bin ja sowieso wirklich immer an Hände waschen. Also. Und wer macht das nicht? Ne? In der Küche ist A und O Sauberkeit. Also bei mir auf alle Fälle, ich mag das nicht. Seht ihr das, meine lieben YouTube-Freunde, wie ich das mache? Das sind jetzt 500 Gramm. Ich hatte gedacht, dass da irgendwie mehr überbleibt. Aber es schaut schon mal ganz gut aus. Ach, mit den Löffel arbeiten, aber ich muss das jetzt mal. Schaut einmal her. Mal so mit der Hand. Ist mir jetzt wurscht, was man da wieder zum Hören bekommt. Ja, du magst es mit der Hand. Ja, wie machen die das? Eine Backerschaufel oder wie?
Das ist halt einmal, Küchenarbeit ist halt Handarbeit. So, meine lieben YouTube-Freunde, schaut einmal her. Und das kommt dann auf den Grill und das zeige ich euch dann, wie ich das mache. So schaut es das fertig aus. Jetzt wird das noch ein bisschen kühl gestellt und jetzt mache ich dann das nächste. Und dann, wenn es dann auf den Grill geht, hole ich euch wieder dazu. So, nochmal ganz kurz, das ist dann überblieben von 500 Gramm. Das ist nicht mehr recht viel, da wird Fleischpflanzl draus gemacht oder so. Das wird dann, wenn das fertig braten ist, das nochmal drauf gehaut, ein, zwei Fleischpflanzl gemacht und dann braten wir das auch gleich raus, weil es sowieso schon schmutzig ist an der Grill. Nimmst du mal das? Jetzt tue ich noch ein bisschen, mal geht das drauf. Magst du auch noch was drauf? Ja, sagt's. Da haben wir noch ein Hauchel drauf. Und dann kommt das Ganze für ungefähr, weil wir haben erst 9.30 Uhr. Ja, für 2 Stunden ungefähr im Kühlschrank. Und kann das jetzt schon gut durchziehen und dann hole ich euch, wenn es auf den Grill geht. Der Grill ist jetzt einmal abgedeckt, soweit hergerichtet. Jetzt haben wir 10.10 Uhr und noch Zeit für ein Pfeifchen. Jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil über. Sitze draußen bei meiner Terrasse. Heute ist aber irgendwie frisch. Ich rauche da eine Figo Nilsen mit Black Edition Tabak, Black Nero. Ich mag den Tabak echt gern, also den liebe ich. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, wie spät haben wir es noch? 10.15 Uhr, in einer Stunde werde ich da meinen Grill anschmeißen. Und dann zeige ich euch, was ich zaubere. Aber wie gesagt, jetzt genieße ich noch mein Pfeifchen. Aber da werde ich eh auf zweimal hinrauchen, weil das recht großes Füllvolumen ist. Und wisst ihr, was das Beste ist? Ein Glas Roden. Schön weichen Geschmack. Muss man gleich nochmal anzuzeln. Also für 2,50 Euro kann man den drinnen. Und zwar ist das Zweigeld von 2120. Und hinten steht 75er Rüsselheimer Nierentritt. Oh, der ist gefährlich. Ne, Spaß beiseite. Blauer Zweigeld, Österreich. Österreich haben wir auch ganz gute Weine. Der urtypische Österreicher schmeichelt mit samtiger Würze und Geschmeidigkeit. Das ist ein trockener Wein. 12,5 Umdrehung. Nicht schlecht für den Preis, kann man wirklich nicht sagen. Ja, was ist das da los? Das Video wird ein bisschen länger dauern, aber ist ja egal. Was ich noch sagen wollte, dass das Projekt mit Frage-Antwort, das habe ich jetzt eingestellt. Weil der Anklang war doch nicht so groß, wie ich gedacht hätte, aber ich wollte mal was Neues ausprobieren. Welche haben gefragt, was ich jetzt da mache bei der Bundespolizei. Also ich arbeite bei der Bundespolizei, bestimmt. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Polizist bin. Und zwar habe ich da vor 7 Jahren, ich habe euch schon mal die Geschichte erzählt, ihr braucht es ein paar Mal nachschauen unter meine Videos, da
könnt ihr das Video dann nochmal anschauen, wie ich zur Bundespolizei gekommen bin. Und da habe ich angefangen, das Wache. Okay. Und da hatte ich ja bloß einen 2-Jahres-Vertrag. Aber ich habe Dusel gehabt. Wir haben es sehr gern wegen alle gleich. Und dann haben sie gesagt, dann muss ich den Vertrag verlängern. Aber leider nicht mehr die Wache, weil da ist eine Fremdfirma dazugekommen, Firma Erl. Und die ist jetzt da bei der Bundespolizei unten bei der Wache. Also ist schon blöd. Du bist bei der Bundespolizei und stellst Fremdfirmen ein von der Firma Erl. Hast natürlich wieder alle neu anlernen müssen, ist ja klar. Und dann habe ich das große Glück, muss ich sagen, gehabt, dass wir übernommen haben. Weil da war ich mittlerweile dann schon 59 oder fast. Ja, 69 dann schon oder so. 60. Und weil mir jetzt viele fragen, was ich jetzt im Endeffekt mache, nee. Da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich euch einmal das sagen. Ich arbeite bei der elektronischen Post. Sprich, du kriegst, bis jetzt am PC, kriegst Mails rein und tust die dann weiterleiten. Das ist meine Arbeit. Und habe Gott sei Dank keine Schicht mehr, weil früher habe ich ja 3 Schichten gearbeitet. Von 6 Uhr bis 14.30 Uhr, von 11 Uhr bis 21 Uhr und von 20.15 Uhr bis 6.15 Uhr früh. Und das zerrt dann schon ganz schön an den Nerven. Früher in der Druckerei, da hatte ich auch immer Schicht gehabt und wenn du das schon so lange machst, also über 40 Jahre dann schon, reicht es. Ich muss sagen, mir geht es jetzt wirklich blendend. Wenn jetzt das nicht so wäre mit meiner Frau, ne, die Erkrankung, ihr wisst es ja, ich hätte nur mal ein Jahr 100% noch mal angehängt, weil mir meine Arbeit wirklich Spaß macht. Freilich hast du viel Arbeit, hängst da 10, manchmal 12 Stunden dran, aber die hätt's keiner. Das ist das Schöne. Von dir will kein Mensch was, wenn du die Arbeit richtig machst. Aber leider geht's nicht. Und ihr wisst ja jetzt schon, ab 1. Oktober bin ich dann im Ruhestand. Ja. So ist es leider. Naja, aber mit 64 Jahren, also irgendwann muss ich auch mal erwürzen gehen. Ich möchte das Leben jetzt auch noch genießen. Ja, und dann kommt noch dazu, Einmal in der Woche soll ich nochmal reinkommen. Und da wären sie sehr dankbar dafür, dass ich nochmal einmal in der Woche, die würden eigentlich zweimal in der Woche, so genau. Zweimal mache ich nicht. Weil du darfst ab 1. Oktober 520 Euro dazu verdienen, ohne dass versteuert wird. Und so wieder brauche ich mehr Beziehungsgeld, was ich da verdiene. Also einmal in der Woche geht, sagen wir mal so knappe 400 Euro extra. Mit einmal in der Woche arbeiten, kommst super und runden und brauchst nicht auf der gespartes Geld geben. So, meine lieben YouTube-Zuschauer, jetzt wisst ihr das auch. Jetzt genieße ich mein Weinerl, warte bis um 11.15 Uhr, dann schmeiße ich meinen Grillo und dann hole ich wieder dazu. 40. So, der Grill ist jetzt aufgeheizt. Jetzt tue ich da mal ein bisschen. Da haben wir jetzt ein bisschen was rein. Und da habe ich jetzt die linke Seite, ich habe bloß 2 Flammen, die linke Seite habe ich jetzt anlassen, ganz klar, und die rechte Seite schalte ich jetzt aus, also sprich, die Seite ist jetzt ausgeschaltet. Ich wollte sie erst auf dem Rost machen, das Grillen. Aber ich glaube, mit der Edelstahlpfanne ist mir das da jetzt lieber, wenn ich das jetzt anbrate. Seht ihr? Schaut doch mal super aus, ne? So. Das
So schauen jetzt die Brötchen aus. Da werde ich jetzt sorry, wenn das jetzt ein bisschen blöd ist, jetzt immer zum Zeigen, wie gesagt, ich bin ja alleine, da ein bisschen Öl drauf träufeln, noch zusätzlich, damit man das nicht gleich so anklebt. Ein bisschen drüber streichen, so. Das wird jetzt so drauf geschmissen. Und hier mache ich dasselbe. Oh, das duftet schön, weil da habe ich so ein normales Öl genommen, da habe ich ein bisschen Knoblauch drin. Und das wird jetzt so angerüstet. So wird das gemacht, meine lieben Freunde. Das brate jetzt schön langsam an. Die Stufen ist ganz klein. Mache jetzt dazu. Und dann hole ich euch später dazu. Ach ja, da habe ich nur zwei kleine Fleischpflanzen noch dazu bekommen von dem Rest. Und die werde ich dann anschließend, wenn wir das dann gegessen haben, da noch mit draufhauen. Ach, wisst ihr was? Da habe ich noch die kleinen Fleischpflanzen noch dazu getan. Davon mache ich das drauf. Ist jetzt wurscht. Drücke ich ein bisschen an. Ich kann das jetzt leider nicht besser zeigen euch. Ja, das ist aus dem Bild so. Ich habe keinen Platz mehr, dass ich das Handy da zurückstelle. Drehe aber das bisschen gleich wieder um, weil ich halt die andere Seite jetzt auch nochmal würzen will und das wird jetzt alles schön. In kleiner Flamme. In kleiner Flamme angebraten. So, ein bisschen mache das drauf und jetzt schauen wir mal, wie das da noch ausschaut. Dann kann ich euch das auch noch zeigen. Oh ja, so schaut das dann aus, seht ihr das? Wunderbar. So. Schwenken wir mal die Kamera um. Meine lieben YouTube-Freunde, sorry, dass der Film jetzt da ein bisschen länger gedauert hat. Ich habe gedacht, ich kriege das da ein bisschen kürzer hin, aber schaut euch einmal das an. Die paar Minuten oder Sekunden, die müssen anders sein, oder? Oh, Fleischpflanzen habe ich schon operiert, also sehr gut schmeckt es. Wirklich sehr gut. Jetzt schauen wir mal da unten hin. So schaut es das aus, schaut mal her, meine lieben YouTube-Freunde. Der Käse ist noch nicht ganz zerschmilzt, unten habe ich gerade gesehen. Ich mache jetzt noch so 2-3 Minuten dazu und dann tue ich einfach mal servieren. Jetzt weiß ich auch nicht, ob der Käse zerlaufen ist oder nicht, aber macht ja nichts. So, meine lieben YouTube-Freunde, wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich da die Reste auch verbraucht. Und so schaut jetzt das aus. Eine Fleischpflanze, wie gesagt, haben wir schon probiert. Ist super saftig. Jetzt tue ich da immer gern wohl Eis drauf. Also ich mag das gern, Frau mag es weniger, gell? Mhm. Oder magst du das auch? Nein, das ist schön rauchig, finde ich. Da muss man jetzt aufpassen, ja, läuft eh schon raus wie die Sau. So, 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 schön vermischen. Ah, ja, das glaube ich reicht jetzt so. Das kommt jetzt so. Und dann schneide ich das jetzt mal an, wie das ausschaut, und dann lasse ich es mal schmecken. Vielleicht ein bisschen auf Zeitenschirm, schneiden wir mal da oben. Die Frau sagt, dass es ganz gut schmeckt. So schaut es jetzt aus. Wie schmeckt es, Schatzi? Gut. Gut, sagt sie, ist der. So, meine lieben YouTube-Freunde, das war's. Sorry, Filmchen hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Machen wir noch mehr auf Face. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Und bis zum nächsten Mal. Euer Albert. Pfiat euch und wie immer gesund bleiben. Pfiat euch.